Ei, gute wie Hofbergmann 1,5 im LS22. Ja, mitten in der Gerstenernte. Und ja, wir können langsam schon wieder den Anhänger ansteuern. Hab ja also jetzt nochmal ein Stückchen zwischendrin schnell weitergemacht. Aber ja, keine ganze Runde hingekriegt, ne? Dafür war ich natürlich hier, ich habe die andere Seite hier auch noch einen Schacht reingeschnitten. Das war eben schön zum Anhänger hinkommen. Und ich denke mal, 4 Runden Vorgewende könnte reichen. Wenn nicht, dann können wir spontan noch eine 5. dazu. Aber ich denke, 4 könnten reichen. So, einmal Röhrchen ausfahren. Fahren wir hier zum Anhänger hin. Gut, da gibt's was Neues. Guck mal, der Anhänger beim Befüllen hier, der rutscht auch schon wieder. Also, ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, das hängt am Traktor. Aber hier, ich halte die Kamera still. Seht ihr, wie der rutscht? Da, jetzt hier... Felgenring. Ah, gut, jetzt wollte ich den Finger platt drauflegen, aber jetzt ist Befüllung fertig. Ich gehe jetzt mal hier hin und hänge den ab. Und wir fahren den Traktor, weil der gerne auch ein bisschen rutscht. Der rutscht nämlich gerade auch rückwärts. Ach so, ich habe die Handbremse noch drin. Den fahre ich hier ein Stückel nach vorne. Und dann gucken wir beim nächsten Abladen, ob der Anhänger immer noch rutscht. Ich glaube nämlich fast nicht. So, lalalala. Geh mal hier hin. Da sehe ich besser, wo ich hinfahre. Und ja, wie hyped seid ihr auf dem LS25? Ist ja jetzt weniger als ein Monat, bis der rauskommt. Und ja, kamen doch einige tolle News noch raus. Ich habe ja auch, was ich jetzt zwischendurch wegen Umzug nicht so zeitnah machen konnte, habe ich zumindest aufgearbeitet und noch rausgehauen. Jetzt kamen noch von den sprechenden NPCs ein paar News, was in den Kurzvideos, die Giants rausgehauen hat, nicht angesprochen wurde. Haben wir aber im Partnerbereich schon nachgefragt. Die werden immer in Englisch sprechen. Aber wer kein Englisch kann, die werden in diversen offiziell vom Spiel unterstützten Sprachen Untertitel haben. Also wenn ihr das Spiel auf Deutsch spielt, werdet ihr dann deutsche Untertitel haben, was der da sagt. Damit wer mit Englisch Probleme hat, er das noch versteht. Muss auch sagen, da hat auch jemand so ein bisschen so einen Einwand. Ich will jetzt nicht sagen Beschwerde, sondern es war so die eigenen Gedanken ein bisschen mitgeteilt, würde ich das jetzt umschreiben. So, das Spiel ist FSK 0 mit 0 kann ich, ja, da kann ich natürlich noch nicht Englisch sprechen und ich kann auch noch keine deutschen Untertitel lesen. Also, auf der anderen Seite ist die Frage, mit 0 könnte der auch Deutsch sprechen. Da würde da natürlich trotzdem mit 0 würde man das auch nicht verstehen. Aber ja, wenn wir jetzt mal so denken, so mit 4, 5 Jahren oder so, man ist noch nicht in der Schule, man kann noch nicht schreiben, kann noch keine Untertitel lesen, aber das Gesprochene würde man vielleicht schon verstehen. Ist vielleicht ein bisschen schade, aber ja, es ist jetzt das erste Mal, dass sowas drin ist und in der nächsten LS-Version ist es dann vielleicht anders. Schauen wir mal, schauen wir mal. Oder wer weiß, je nachdem, vielleicht kommt es auch als Update dann irgendwann, dass sie dann doch noch andere Sprachdateien kriegen. Kann ja auch sein, es wird jetzt nicht die höchste Priorität haben, aber dann irgendwann mal mit, keine Ahnung, Patch 1.7 oder sowas, wäre das ja durchaus auch noch möglich.
Lassen wir uns überraschen und ansonsten, ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Reis. Ich habe richtig Lust, mal Reis anzubauen. Dann mal gucken, die Gewächshäuser, wo wir ja dann auch Chili und was weiß ich noch alles mit anbauen können. Das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Ich denke mal, als Bronzepartner werde ich wieder vorab Zugriff haben. Das heißt, wir können dann früher schon reinschauen. Und inwieweit ich da vorher schon groß Videos mache, weiß ich noch nicht. Aber zumindest streammäßig werde ich vorher reinschauen. Also am besten jetzt schon mal auf Twitch gehen und ein Follow da lassen, falls ihr das noch nicht habt, damit ihr das auch mitkriegt. Und ja, also ich freue mich ein bisschen. Ich versuche mich selber noch so ein bisschen zurückzuhalten mit dem Hype, weil ihr wisst ja, wenn man zu groß hypt, dann kann man auch schnell enttäuscht werden, weil man halt zu hohe Erwartungen dann einfach hatte. Und ich versuche mich da so ein bisschen selber noch zu bremsen, aber so komplett den Hype abschalten kann ich nicht. Dafür ist es doch einfach ja, zu gut, was man bisher gesehen hat. Dafür ist es einfach zu gut. So, da. Mal unsere dritte Runde angebrochen. Wie gesagt, viermal außen rum und dann nur noch Bahnen hoch runter. Ich denke, das passt dann. Und was auch schon, was ein Mitspieler schon so gesagt hat, wo er Lust drauf hat, wenn der 25er da ist, ist kleine Gärten sich, oder nicht kleine Gärten, einen kleinen Hof sich zu machen. So, dass man halt wirklich sagt, man, es gibt ja dann die großen Produktionen, gibt es ja quasi auch dann alles in klein und so weiter und so fort, oder zumindest einige davon. Dass man halt wirklich mal sagt, man macht nicht so einen riesengroßen Hof, man macht sich was Kleines. Kleine Felder, kleine Traktoren. Könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Und ich meine, wenn die Map keine kleinen Felder bietet, ist ja, das ist ja immer unproblematisch. Dann nimmst du ein großes Feld und unterteilst es in mehrere kleine. Umgekehrt ist manchmal schwierig, wenn du nur kleine Felder hast, die zusammenzulegen. Weil du dann noch Forst betreiben musst und sonst was. Oder du hast zwischendrin irgendwelche Sachen stehen, die sich nicht entfernen lassen und so weiter. Also das geht ja nicht auf jeder Map immer. Aber große Felder in kleine machen, das ist unproblematisch. Das geht immer. So. Ha. Aber ich habe das Lenkrad auf 900 Grad jetzt doch wieder umgestellt. Das war mir zu viel gekurbelt mit dem Drescher. Das war auch im Prinzip ein Versehen. Also ich habe mir ein Profil hier halt angelegt, weil ich in ETS, in LS andere Einstellungen habe, als ich sie eben in ACC zum Beispiel habe. Und ja, dann eben verschiedene Profile, wo man einfach hin und her schalten kann. Und ja, da war mir halt versehentlich in das LS-Profil diese 1800 Grad reingeraten. Das jetzt auf 900 geändert, abgespeichert. Und ja, jetzt sollte dann, wenn ich LS-Profil lade, sollte dann auch immer da die richtige Einstellung drin sein. Das Schöne hier ist auch, du kannst halt einfach aus dem Spiel raustappen, kannst das in der Software umändern und es wird ins Spiel alles schön übernommen. Da habe ich schon gehört, dass es andere Hersteller gibt, bei denen das nicht immer so reibungslos funktioniert. Wie gesagt, bei Thrustmaster, wo ich vorher mein Lenkrad hatte, da war es sowieso unproblematisch. Oh, wir müssen erstmal wieder abbunkern. Weil die meisten Sachen hast du da sogar direkt auf dem Lenkrad eingestellt über das kleine Display, was mit dabei war.
Und ja, musstest noch nicht mal aus dem Spiel raustappen. Hier bei Moser habe ich mitbekommen, da gibt es aber auch eine Handy-App. Also man muss dann wohl auch nicht zwingend aus dem Spiel raus. Ich habe mir die App aber noch nicht angeschaut, was man da tatsächlich alles machen kann. Kann man alles steuern oder nur Teile? Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Beziehungsweise ich habe noch nicht mal die App installiert. Irgendwann aber bestimmt mal. So, guck mal hier. Anhänger steht still. Passiert nichts. Das ist der Traktor. Das ist einfach der Traktor. So cool ich dieses Valdra-Pack finde, aber das ist nervig. Und das Problem ist, mein Valdra. Mein Valdra ist die S-Serie und die gibt's Standard, glaube ich, nicht, ne? Vielleicht können wir hier, warte, wir gucken hier Valdra, das ist einfacher. Valdra. Mach auf. Ja, Standard geht's nur bis zur Q-Serie. Die S-Serie ist nur in der Mod drin. Standard der Q, der größte, 305 mit dem größten Motor, ja, ist natürlich auch schon ordentlich, aber ja, ich weiß nicht, wenn wir jetzt sagen, wir tauschen das, gehen hier tatsächlich auf den größten Motor. Oh. Front 3 Punkt ist klar, Reifenvariante und so weiter wäre ja egal, Dach könnte so bleiben. Rückfahreinrichtung weiß ich jetzt gerade gar nicht, habe ich glaube ich in dem auch nicht. Staufachvariante könnte man das große Staufach machen. Innen würde ich wieder dunkel nehmen. Hier hätten wir zumindest den Vorteil, hier könnten wir auch wieder einen Frontlader dran machen. Ich hatte glaube ich Hauer Frontlader. Das wäre zumindest wieder ein Vorteil. GPS kann der natürlich auch. Naja, hier ist halt die Frage dann farblich. Ah, nee, das Rot gefällt mir nicht. Wir hatten ja bei dem ein relativ dunkles Rot. Das hier, glaube ich, das würde da am ehesten hinkommen. Und bei den Felgen können wir halt nicht diesen Felgenring, aber wir könnten ja sagen, wir machen einfach nur schwarze Felgen und haben dann halt keinen roten Ring drin. Also so könnte ich mir denn schon auch vorstellen. Warum hat er kein Nummernschild vorne? Vorne und hinten. Der hat das dann auch hier und nicht so komisch vorne am Dach. Dass ich das gegen die Variante tausche, haben wir halt ein paar PS weniger. Dafür könnte man sich dann irgendwann mal noch einen anderen Traktor als Großtraktor holen. Muss jetzt nur noch mal gucken. Ja, genau, der hatte das hier oben am Dach, das Kennzeichen vorne. Also ich denke mal, da wird es vermutlich drauf hinauslaufen. Ich werde mir jetzt noch nicht 20 weitere Mods angucken, um einen anderen Mod-Valdra reinzunehmen. Schade natürlich, der hatte die coolere Hupe, der hatte IC und so weiter. Aber wenn der halt andauernd rutscht, das bringt ja auch nichts. Und irgendwie, das Pack scheint doch ein bisschen buggy noch zu sein. Wir hatten ja vorher mal einen kleineren Valdra, da war ja, dass dieses alle Geräte heben, alle Geräte senken nicht funktioniert hat. Also irgendwie ist da der Wurm noch drin. Schade, schade. Ansonsten, was ich mir noch vorstellen könnte, dass wir von Valdra weggehen, dass ich mir was ganz anderes hole. Ja, das wäre natürlich auch noch möglich. Da lege ich mich jetzt noch nicht fest, da mache ich mir irgendwann zwischen den Folgen mal Gedanken drum. Wie das genau wird. So, und dann müssen wir auch noch gucken. Ich will hier wieder Quaderballen machen. Wir haben aber noch keine Quaderballenpresse, ne? Ich hatte nur eine Rundballen besitze ich. Wenn ich mich recht erinnere. Da, 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 da. Ballenpressen. Genau, nur eine Rundballenpresse. Das heißt, da ja eine Quaderballenpresse kaufen, wird mit dem Preis nicht hinkommen. Wir haben nur 30.000 auf dem Konto, da werden wir uns was mieten müssen.
Ist ja aber auch kein Problem. Ich meine, hier Strohballen, das ist einmal im Jahr. Da kann man sich das so generell vielleicht überlegen, das regelmäßig immer nur zu mieten. Beim Gras mit der Rundballen-Presswickel-Kombi, das war natürlich wichtiger zu kaufen, weil das Gras machen wir drei. Ja, ich glaube, dreimal im Jahr habe ich es bisher immer gemäht, ne? Ich könnte, wenn ich es nicht voll auswachsen lasse, könnte ich öfter mähen. Ob da aber wirklich viel mehr rauskommt, habe ich nie getestet. Ob sich das lohnt, weil natürlich, wenn es nicht ausgewachsen ist, gibt es natürlich weniger Schnittgut, was dann eingewickelt, gepresst und eingewickelt werden kann. Aber dadurch, dass ich häufiger mähe, vielleicht gibt es am Ende mehr Material, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es nie getestet. So, vierte Runde ist angebrochen. Da, 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 da. Und ja, man sieht gerade auch das Lenkrad nicht mehr in der Cam. Das ist, ich glaube, die Cam ist ein bisschen vom Winkel anders eingestellt. Mal gucken, ob ich das irgendwann auch nochmal behebe. So, ja, wenn ich die Hand hier oben drauf lege, sieht man, es verschwindet unten im Bild, ja. Müsste quasi den Winkel der Cam ein bisschen weiter runter. Und mal schauen. Aber man muss ja auch nicht zwingend das Lenkrad sehen. Es ist ja nur was rundet, was sich ab und zu dreht. So, lalala. Oh, warte mal, noch ein Stück zurück. So. Das müsste besser funktionieren. Ach, wunderbar. Und dann haben wir bald nur noch Bahnen zu fahren. Da würde ich fast sagen, ich fange hier auf der Seite mit den Bahnen an, dass ich erst die kurzen Bahnen habe, wo wir eben ja nach kurzer Zeit das Wendemanöver haben und arbeiten uns nach hinten zu den langen Bahnen, wo wir halt schön gemütlich lange durchfahren können. Ich finde ja, die langen Bahnen, die gehen immer so ein Stückchen schneller, weil man eben nicht so viel Zeit verplempert für die Wendemanöver. So. Da. Mal gucken, wir sind jetzt zwei Drittel voll. Also zumindest die Bahn können wir bis zur Ecke noch komplett fertig fahren. Danach wäre ja sowieso, dass wir in die Bahnen reingehen. Das heißt, dann könnten wir ja auch am Anhänger kurz Zwischenhalt machen. Ja, und dann mal gucken mit der Gerste. Also Malz habe ich meiner Meinung nach noch genug. Da müssen wir keins herstellen. Wir könnten natürlich aus einem Teil der Gerste könnten wir vielleicht Mehl uns machen. Dann könnten wir uns die Bäckerei kaufen und dort ein bisschen Brot herstellen. Das wäre ja auch mal noch ein bisschen was. Ansonsten, wie gesagt, für Hühnerfütter müssen wir uns was zurückhalten. Und gegebenenfalls, da weiß ich gerade nicht... Ich hatte, glaube ich, vor dem Umzug mal geguckt, aber ich habe mir jetzt nicht gemerkt, ob ich Getreideschrot brauche wegen Futter und sowas. Lass da mal gerade gucken. Das müsste hier doch mit drin stehen. Getreideschrot, da haben wir noch 30.000 Liter. Nee, da müssen wir nichts machen. 30.000 Liter dürften erstmal noch einen Moment lang reichen. Gut, gut. Also wäre nur Futter, Futter, Futter
Und dann Mehl, ja, dann lassen wir uns in der Mühle ein bisschen Mehl da draus machen. Mal schauen, wie viel zusammenkommt, wie ich das dann aufteile. Erstmal fertig ernten. Dann sehen wir ja, wie viel in den Anhängern drin ist. Ob wir da dann halbe-halbe machen oder vielleicht ein bisschen mehr für die Hühner aufheben. Und mal noch ein bisschen hier hinten auf die Achsen draufkippen. Nicht, dass uns vorne die Stütze auf einmal umknickt. Gut. Und ja, ich würde sagen, ich fahre ein paar Bahnen und dann sehen wir uns in dem nächsten Video wieder. Aber dass wir jetzt nicht zu viel Dreschen hier am Stück drin haben, mache ich so ein bisschen zwischendrin. Ohne Aufnahme. Also dann bis zum nächsten Video. Alles Gute, Daumen, Kommentare nicht vergessen. Und ciao, ciao.